So, hallo, willkommen zurück. Es geht jetzt weiter mit dem Basisbau. Und zwar ist es ja dann so, wenn wir die Wendeltreppe fertig machen und dann den Boden einziehen, dann macht die Turtle uns das wieder kaputt. Deswegen kommt zuerst der Boden und dann die Wendeltreppe. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,5. 12, 13, 14, einfach mal alles mit. 15. Gerade so. Hier stehen wir schon wieder. Okay, ich schmeiß mir erstmal die Turtle an. Auch einen Moment. 28 mal 28 war's. So. Boden 28, 28. Rechts rum Stacks benötigt 12,25, 12 ein Viertel sind 12 und 16. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 und 17. Ja? 3 mal 4 sind 12. 0,25 Stacks sind 32, 16. Müsste passen. Enter. Nein. Nicht ganz. Das verstehe ich jetzt nicht. War das immer so? Das war doch nicht so. Da bringe ich jetzt was durcheinander. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Gibt's doch nicht. War das so? Zwölf, Komma zwei fünf, 28, 28, rechts. Gut, egal. Boden 28, 28, Orientierung rechts, 12,25. Gut. Ah, jetzt weiß ich. Mann, oh Mann, oh Mann. Nochmal Kommando zurück. Da sind wir auch noch eins draußen. Mann, oh Mann.
Gut, also ich würde sagen, das könnte man anders machen. Hey, um einen Block muss man sich da streiten. Keine Lust. So, aber jetzt. Mann, oh Mann. Okay. So, dann ist ja die Mitte. Turtle wird dann also auf der Ecke anfangen. Das heißt hier. Oder rechts einen hinsetzen. Eins vor, links. Wird die Mitte platzieren. Das heißt die Mitte. Wie war das jetzt gedacht? Die Mitte bleibt frei. Dann eine Mauer. Oder? Beziehungsweise, das habe ich mir noch mal gar nicht überlegt. In einer Mauer? Ja oder nein? Ich würde sagen, es wird mir dann fast zu groß. So dass ich dann hier nur 4x4 Treppe habe. Ich denke mal, es wird reichen. Dann ist natürlich in der Mitte nichts. Oder ich baue es eins größer. Hier die Mauer. Und hier die Treppe. Dann wäre das eine 6x6 Treppe. Jeweils mit 4 Steigungen am Rand. Und dann noch hier eine Mauer drumherum. Tja, also ich würde mal sagen, den Platz habe ich. Die Ecke wäre hier und hier wäre die Mauer. Beziehungsweise die wäre ja nur, das wäre ja nur ein Geländer. Dann wäre so viel Platz noch hier. Das ist aber ein ziemlich großer Turm. Da soll er dann bis ziemlich weit oben gehen, bis zur Aussichtsplattform. Also ich denke, das ist mir zu groß. Und dann mache ich es auch einfach so. Mitte zubauen oder offen lassen. Ja, das ist das andere. Wenn dann in der Mitte Kabel sind, dann ist die Treppe praktisch freistehend und die obere Ebene ist dann auch freistehend.
Soll da noch Kabel durchlaufen? Also gut, dann machen wir es halt so. Hier, innen, außen. Eine Mauer, innen ist dann noch ein Kabeldurchgang. Oder ich lasse es offen. So, auf jeden Fall gibt es mal hier ein paar Ziegelsteine. Daraus dann Treppe. Ich habe den Gesamtbedarf noch nicht berechnet jetzt im Programm. Das wären pro 4, ne, pro 8 Höhe brauche ich 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16. 16 Stufen pro einmal rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hoch. Da sind 5. Dann mache ich 2 mal 8 hoch. Wie gesagt, 16 pro Windung. Das heißt, bei 2 habe ich 32, brauche ich noch ein bisschen mehr. Oh, hier muss ich noch die Dinge. Ganz dringend. Die Quarry noch anschmeißen. Ich baue unten noch ein Worktable hin, das wird noch ein bisschen dauern. Holzbedarf ist schon enorm. Ich weiß gar nicht, ich habe es das letzte Mal ein bisschen anders gespielt. Da hatte ich ziemlich schnell Solar. Paneele, aber ich habe auch viel mehr von Hand noch gefarmt. Hier mache ich ja praktisch gar nichts mehr von Hand. Das wollte ich noch, da wollte ich noch was mitnehmen. So. Doch,
habe ich alles. Ich habe alles rausgeholt. Okay. Vierundsechzig. Das heißt, ich könnte vier Windungen hoch. Das wären 32 hoch. Ich würde mal sagen, es reicht erstmal, oder? Nur was nicht reichen wird, ist der Cleanstone. Oh Mann. Cobblestone mag ich nicht bauen. Heißt, da müsste man noch warten. Das heißt, ich habe jetzt gerade wieder zu viel Ziegelstein gebaut. Das hätte man gleich anfangen können. So, was noch fehlt auf jeden Fall sind Kerzen oder Fackeln. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück gehabt mit der Kohle bisher jetzt. Nee. Alles in rauen Mengen. Nur keine Kohle. Ja. Man siehe sich das Eisen an. Eisen-Overkill. So, gleich fertig. So, vielen Dank. Es war mein Vergnügen. Ja, also ich möchte ja wirklich nicht mit Kobbel das Ding hochziehen, wo jetzt schon so viel Mühe auch drin steckt. Auf jeden Fall müsste das dann nochmal weg. Mal von außen anschauen. Ja, da sieht man nicht gerade viel. Es ist ja Stein in Stein. Ja. Halt Steinhaus, ne? Schon mal besser als Holz, ne? Kann der Wolf nicht einfach umpusten. So, nochmal gucken, wie weit ist der hier? Hälfte. So, wie viel Cleanstone bräuchte ich denn dann? Ich glaube, das ist sogar weniger als Stufen. Das sind... Aua. Was war das? Nicht, dass wieder irgendwas kaputt geht. Also nochmal. Fährt rein, setzt unten Nummer 1. Also hat eigentlich immer die Ecke
pro Windung immer nur eine Ecke, die einzeln ist. Ach so, dann noch innen und außen. Also haben wir eine Ecke 1, außen 2, vor. Dann haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hätten wir genauso 9. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Plus den Boden sind 8. Aber der Boden haben wir nur 4 einzelne. Plus 4 mal 6 sind 24. Hätten wir 28 pro Windung. Das heißt, da bräuchte man für 4 Windungen 2 Stacks. Gut, das ist nicht so viel. Könnte reichen. Probieren wir es einfach aus. Machen wir einfach erstmal bis 32 hoch. Wer weiß, vielleicht geht er da noch mächtig was schief. Ist hier noch weg. Hoch. Schaufel zu Ende. So, Spannung. 1 Stack. Das soll reichen. Also nochmal, wie viel haben wir? An der Seite immer nur, das sind immer nur 4 an der Seite. 1, 2, unten oben sind 4. 4 mal 4 sind 16. Dann sind wir 8 hoch. So, jetzt oben noch kurz das Loch rausschlagen. Beziehungsweise das müsste die Turtle auch selber machen können. Eigentlich schon. Versuchen wir's. So. Delltreppe. Länge sind 4 mal 4. Vier, vier. Höhe 8. Orientierung links. Nach oben, Innenwand, Außenwand. Ab geht er. Doch. Ja gut, da könnte man stellenweise schon noch optimieren. Ist die Frage, gehst du raus, du gehst nach oben, du machst das Loch. Jawohl, so ist gut. Phew. Ist das spannend. So, kommen die Kerzchen hin. 1, 2. Also, glaube ich nicht. Muss Holz sparen. Okay, da komme ich nicht so durch. Mache ich was kaputt? Komm nicht, oder?
So, das heißt, wir sind bei 8 angekommen. Haben hier das Problem gehabt. Ist aber jetzt nicht so schlimm. So, da könnte man direkt von der Ecke weitermachen. Nochmal 8 hoch. Ist noch genug da. Treppe. 4, 4, 8. So, wir sind jetzt wieder auf derselben Ecke, stimmt's? Jo, wir sind auf derselben Ecke, wo wir angefangen haben. Höhe 8, Orientierung links, nach oben, Innenwand, Außenwand. Huch. Was ist jetzt los? Macht einfach nicht weiter. Abgebrochen ohne Fehlermeldung. Weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Probieren wir es mit neu hinsetzen. Das ist besser zu wissen oder es nicht zu wissen. Da lohnt sich auch ein kleines Risiko. Wieso hat die jetzt nicht weitergemacht? Ah, ich weiß vielleicht warum. Ich weiß warum, da ist noch ein grundsätzliches Problem, wenn man sowas macht. Und zwar wird da immer die Position gespeichert von der Turtle in der Turtle API, also in der, der ich gemacht habe. Und wenn es dann heißt Z von 1 bis zu den Koordinaten, auf jeden Fall liegt da bestimmt der Hund begraben. Dass die Position da jetzt nicht mehr 1 ist, sondern Turtle jetzt viel weiter oben ist. Aber dann müsste das jetzt dann wieder gehen. Höhe, Länge, Breite, Höhe 8, Orientierung links, oben, hier. Es geht so weiter. So, und jetzt funktioniert das auch nicht mehr mit dem mit diesem Abfangen. Ja, das ist der Spezialfall, der greift ja nicht mehr. Da kann man nachher noch, beziehungsweise können wir gleich die hier rausnehmen und da einsetzen. So fehlt hier bloß noch ein Cleanstone. So. Also ich finde, es sieht gut aus. Also habe ich bisher noch nie meine Wendeltreppen gebaut. So, das kommt also dabei raus, wenn man das programmatisch löst. Der einfachste Algorithmus für eine Wendeltreppe. Mit Geländer. Mit Innen- und Außenwand. So, fertig, vielen Dank. So, und so sieht die Gegend aus. Ich schaue sie mir noch ein anderes Mal ein bisschen größerer Entfernung an. Ich glaube, höher brauche ich jetzt gar nicht gehen. Deswegen freut es mich, dass es jetzt funktioniert hat. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war was Nützliches hier, was ihr auch gebrauchen könnt für euer eigenes Zeug. Und dann bis zum nächsten Mal.